Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute bin ich ehrlich gesagt etwas müde, etwas erschöpft, aber auch total happy, weil ich habe die letzten Tage sehr viel gemacht und sehr viel erlebt. So, okay, ich bin im Bett rumgelegen und jetzt bin ich teigig vom im Bett rumliegen. Ich gebe es zu. Aber ich habe dann außerdem noch, ja, gut, ich habe keine Ahnung mehr, was ich die letzten 2-3 Tage gemacht habe. Okay, das nennt man dann mit Wachkreisen wahrscheinlich nicht so viel gemacht. Ich habe aber viel mit meinem Hasen Zeit verbracht und ja, zählt das jetzt als viel gemacht? Oh Gott, okay, ja, egal, sei es jetzt drum. Ich bin auf jeden Fall froh, weil mein Brüderchen jetzt, also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wenn ich dieses Video aufgenommen habe, ob er schon angekommen ist oder ob er noch in der Türkei steckt. Weil mein Brüderchen ist über die Weihnachtszeit weg gewesen und ja, jetzt hätte er am Montag zurückkommen sollen, aber da hat es dann mit dem Flug nicht gepasst. Dann hätte er am Dienstag zurückkommen sollen. Hat aber dann immer noch was nicht ganz gepasst und wir wussten nicht sicher, ob er jetzt zurückkommt oder nicht. Und ja, jetzt ist er hoffentlich, wenn ich dieses Video dann hochgeladen habe, endlich daheim. Ich vermisse mein Brüderchen jetzt auch schon. Ja, gut, das zu mir zu diesem Teil und jetzt wollte ich euch was anderes erzählen, nämlich im Zusammenhang mit in der Türkei sitzen und ja, mit allgemein diesem Situation wollte ich euch einfach mal was erzählen. So. Also, als meine Mom mir erzählt hat, dass mein Brüderchen gerade über Nacht in der Türkei festsitzt, war meine erste Reaktion so, ja, okay. Weil da gibt es ja so viele Aufruhrs und so viele, ja, da gab es auch vor kurzem erst dieses irgendwas mit einem, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es was Terrormäßiges war oder ob es ein Protest war. Oder auf jeden Fall ist es... Okay, entschuldigt, dass ich gerade so blöd gucke, aber bei uns ist gerade eine Mülltonne wohl vor der Tür umgeflogen und das habe ich gerade gehört. Auf jeden Fall hat mir das dann irgendwie dann so... Ist mir dann schon durch den Kopf gegangen, was ist jetzt eigentlich wenn? Was, wenn da jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, jetzt ausgerechnet an dem Tag irgendwas, ja, gemeines, fieses, terroristisches bei dem Flughafen zu tun und mein Brüderchen dann in diesem Flughafen sitzt. Und dann habe ich mir so wiederum gedacht, ja, was ist jetzt wiederum, wenn er in einem Hotel übernachtet und da irgendwas passiert? Und was wenn? Und ja, dann bin ich auch in solche Gedankengrübelereien gekommen und dann irgendwann bin ich auch in diese blöden Grübelereien gekommen, was eigentlich, wenn jetzt hier bei uns irgendwas passiert und mein Brüderchen heimkommt und wir dann alle nicht mehr da sind und er uns dann alle nur noch identifizieren muss anhand von irgendwelchen Merkmalen, sowas wie, ja, dieser Wuschelkopf gehört, hat meine Schwester gehört oder so irgendwas. Okay, das ist jetzt voll düster, aber ich komme gleich zum Punkt, wo ich raus will. Und zwar habe ich mir dann gedacht, warum? Eigentlich muss ich mir jetzt Gedanken drüber machen, was wäre wenn. Wieso machen wir uns immer so düstere Gedanken? Wieso gehen wir nicht einfach mal von sowas aus wie, naja, vielleicht ist er jetzt gerade in der Türkei und dann ist er da und dann kommt da so ein reicher Türke vorbei und findet ihn voll nett, die beiden freunden sich an und er hat dann einen voll coolen Tag da noch so und kann da so restauranttechnisch voll was. So voll zu einem fetten Laden gehen, wo es voll leckeres Essen gibt. Und ja, am Abend haben sie dann noch so ein bisschen Tanz und Feier und Party und sowas. Wieso geht man immer erstmal vom schlimmsten Gedankengang aus? Oder anders gefragt, warum kann man nicht einfach mal davon ausgehen, dass alles gut geht? Oder ja, also bewiesen, dass jetzt uns nichts passiert ist, habe ich schon. Uns geht's gut, bis auf Kopfschmerzen, familiäre Kopfschmerzen. Wirklich so. Ist bei uns wie so ein Kreisel. Erst habe ich Kopfschmerzen, also erst hat meine Mom meistens Kopfschmerzen, dann also mein Dad und dann trifft es mich. Und ja, ich befürchte, ich krieg's von einer Erkältung, an der ich jetzt wahrscheinlich schon 1000. Mal sage, dass ich glaube, ich bekomme eine. Aber ich muss zugeben, meine letzte Erkältung ist jetzt so 4-5 Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie sich das anfühlt, wenn man erkältet wird.
Und deswegen vermute ich gerade bei allen Kleinigkeiten, ich bekomme eine Erkältung. Und genau das ist mein Problem. Ich habe das Gefühl, man hat immer diese Sorgen, diese Bangen, diese Gedankengänge von wegen, was wenn, was wenn, was wenn, und stellt sich immer schon die schlimmsten Szenarien vor oder eben auch die, ja, die doof, die unmöglichen, sowas wie bei mir zum Beispiel ist es so im kleinen Sinne, denke ich gerade die ganze Zeit, was wenn ich jetzt erkältet werde? Was wenn ich dann richtig doll Fieber bekomme und mich kaum bewegen kann? Und was wenn ich dann wieder zum Beispiel am Freitag oder am Mittwoch total flach liege und für euch kein Video machen kann? Und was wenn ich dann zum Beispiel gerade in der Woche irgendwas ist, was ich total wichtig ist sowas wie, ja, morgen zum Beispiel ist unser Jahr, ist meine Mom, mein Mom, mein Dad und mein Jahrestag. Da ist der, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der 21. Adoptionstag. Da sind wir seit 21 Jahren dann eine Familie. Und ja, oder seit 20, jetzt bin ich mir nicht sicher. Okay, gib's zu, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Es müsste 21 sein. Aber auf jeden Fall, was, wenn ich dann ausgerechnet an so einem Tag, wenn wir vielleicht irgendwo schick essen gehen oder wo wir dann irgendwas Großes planen oder irgendwas Großes tun, ich dann nicht kann? Ja, wegen einer fetten Erkältung. Und das ist dann so dieses, darüber denke ich dann immer wieder nach und immer wieder. Und diese ganzen düsteren Wolken der eigenverursachten Gedanken, die einen dann umgeben und die einen dann wahnsinnig machen und die einem dann die Möglichkeit nehmen, das Leben in dem Moment, wo man gerade drin ist, zu leben, finde ich eigentlich inzwischen sind total der Quatsch, der Blödsinn und der Unsinn. Und ich habe es einfach so satt, immer mir Sorgen und Gedanken und Grüblerei darüber zu machen müssen, was morgen ist. Ich möchte jetzt einfach nicht mehr darüber nachdenken, was morgen ist, sondern einfach anfangen, darüber nachzudenken, was ist heute. Oder maximal, was ist wirklich morgen, und nicht, was ist in 10 Jahren morgen. Ich habe zum Beispiel auch diese Woche sehr viel über das Thema, was mache ich jetzt eigentlich dieses Jahr, so was habe ich für gute Vorsätze, was will ich eigentlich dieses Jahr erreichen, nachgedacht. Und ja, ich bin irgendwie zu keinem Schluss gekommen. Und ich komme auch, wenn ich noch so lange drüber nachdenke, immer noch zu keinem Schluss, was ich jetzt gerne dieses Jahr erreichen will. Was mir dieses Jahr wichtig ist, was für mich dieses Jahr so das Aushängeschild sein soll. Deswegen habe ich mich einfach entschieden zu sagen, dieses Jahr wird das Jahr, in dem ich einfach das Jahr lebe. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber es ergibt bei mir im Kopf Sinn. Und das ist ja das Wichtigste, glaube ich, in dem Moment. Ich möchte einfach dieses Jahr leben. Einfach ein Jahr, in dem so alles Mögliche passieren kann. Und in dem ich einfach nur mal jeden Tag so nehme, wie er ist. Und wo ich einfach nicht mehr drüber nachdenken möchte, was die nächsten Zeit ist. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr. Ich möchte nicht mehr grübeln. Ich möchte einfach mehr das Leben leben. Ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema sagen konnte. Es tut mir leid, falls ich etwas vor Wochen geklungen habe, aber ich bin unglaublich müde. Ja, wie schon erwähnt. Ich hatte viel zu tun die letzten Tage, weil ich rumgehangen bin und gegammelt. Und ja, das macht immer müde. Aber die andere Sache, die mir noch eingefallen ist, ist, letzte Woche am Freitag habe ich etwas sehr Wichtiges vergessen. Ich habe euch nicht die Auflösung von meinem Querdenker-Quiz gegeben. Und deswegen hier nochmal das Querdenker-Quiz. Und die Auflösung ist ganz einfach. Du nimmst das zweite Glas von links, es ist das volle, es ist ein volles, in die Hand und gießt den Inhalt in das zweite von rechts, also ein leeres. Das Glas stellst du dann wieder dort ab, wo es stand. Schon stimmt das Muster. Voll leer, voll leer, voll leer, voll leer. Hier ist noch die Lösung. Und ja, ich denke, ich werde euch dann jetzt einfach schon mal das nächste Querdenker-Quiz geben. Also mal sehen, was da rauskommt. Oh Gott, die Frage des Lebens. Oh, das klingt schon mal viel zu lang. Was fühlen Schmetterlinge im Bauch, wenn sie sich unglaublich verlieben? Wird deine Frau bzw. dein Mann Witwer, nachdem
du dich zweimal halb tot gelacht hast? Okay, das ist eine gute Frage. Was zählen Schafe, wenn sie abends einschlafen wollen? Was soll das Verfallsdatum auf saurer Sahne? Ja, gute Frage, wirklich. Gibt es in einem schottischen Teefabrik eigentlich auch Kaffeepausen? Ja. Warum hat Katzenfutter Huhn, Fisch und Rind im Angebot, aber keine Mäuse? Schräge Fragen. Das gibt es wohl keine Diskussion, aber jetzt wird es ernst. Findest du für jede eine querdenkerische Antwort? Findest du für jede Frage eine querdenkerische Antwort? Hier die Frage nochmal in die Kamera gezeigt. Gut, ihr könnt ja jetzt auf Pause drücken. Und ja, diesen Freitag gibt es dann die Antwort auf diese Fragen. Und ich bin mal gespannt, ob jemand drauf kommt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sonst gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt zurzeit so über das Thema sich ständig Sorgen machen. Und was eure guten Vorsätze fürs neue Jahr sind. Wow, ich bin jetzt eine Woche nach Neujahr, kommt mir der Gedanke, mal einen Neujahrsvorsatz zu treffen. Ich war schon immer ein bisschen spät dran, wenn es um Zeit geht. Ja, ihr könnt mir aber auch gerne, wenn ihr mögt, auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Tschüss!